Die linke Punkband Feine Sahne Fischfilet will wie geplant am 6. November in Dessau-Roßlau auftreten. Das teilte die Gruppe auf Facebook mit. Die Bauhaus-Stiftung hatte das Konzert wegen befürchteter Auseinandersetzungen mit rechten Gruppierungen abgesagt. Das Bauhaus sei vor der rechten Szene eingeknickt, schreibt die Band in der Stellungnahme. Konkret sprach sie von Druck von AfD, CDU und der lokalen Neonazi-Szene auf die Stiftung. Das setze neue Maßstäbe in Sachen Erbärmlichkeit, heißt es weiter. Feine Sahne Fischfilet kündigte an, auf jeden Fall in Dessau-Roßlau aufzutreten. Die Absage des Punkrock-Konzerts hatte für heftige Kritik gesorgt. Sachsen-Anhalts Landesregierung verteidigte dagegen die Absage. Die Band war bis vor einigen Jahren im Verfassungsschutzbericht von Mecklenburg-Vorpommern als linksextrem eingestuft worden.